Da drin hier, guck mal. Thank you.
Thank you.
Zwischen Akt 4 und 4 wird zugesperrt. Ich werde nicht die lange Schlange durchfahren. Jede Ecke war ein Turm. Kollege, geht auf den Peter zu mit dem Schutzschild. Der Peter ist sehr aggressiv. Er attackiert den Kollegen mit dem Sessel, schlägt auf das Schutzschild. Er wird wieder fixiert mit einer Arm, mit einer Kopf und einer Beintechnik, wird sofort in eine sitzende Position gebracht. Wird gesichert, oberflächlich durchflogen. Auch das ist wichtig, wir müssen immer wieder in den Raum, nachdem wir sie zu Boden gemacht haben, nachdem wir sie die Tür mit dem Sitz haben, keine Wand oder sonstige Gegenstände eingestellt haben, beispielsweise Massivgänge, Glasscherben oder ähnliches. Sieht man hier selbst schon so eine Berufung vor, aber die Untersuchung oberflächlicher Anschluss, mit dem man hier so. Wir reden über die Kommunikation mit den ganzen wichtigen Leuten, die wir auf der Partei haben.
identifiziert. Ja, du musst wieder aufnehmen.
Na, was mir passiert ist in der Zwischenzeit, ich habe nur den Fall. Sicherheit und Krisenmanagement, das klingt eigentlich eher nach Bundeswehr als nach Supermarkt. Was genau machst du bei der Miliz? In der Miliz habe ich die große Freude, unser Bataillon nach außen hin verkaufen zu dürfen, im wahrsten Sinne des Wortes, als Unteroffizierbehörde in der Zollwelt. Und in Wien, da bin ich sehr stolz, dass ich das erwähnen darf, der Hoch- und Deutschmeister, 1696 gegründet und Wenn sie von Großhändlern kommt, von den Konstanten, von Bauernverwasser, von den Verbindungen. Das heißt, es ist verbindet sich auch. Ich habe sehr Angst, dass sie dich verlieren. Wie motivierst du junge Leute auch, zur Miliz zu kommen? Also erstens einmal, glaube ich, durch Vorbildwirkung, ja, also da zu sein, wenn ich gebraucht werde. Leben, ja, in der Mission vorwärts, also immer da zu sein, wo man sich und das Zweite ist, mich gerade zu freuen, dass man erstens die Einladung der Orte anwesend ist, auch das Freie umzugehen. Und alle, die es auch in der Bundesverzehrung zu machen, das ist ein Ich bin nicht so gleich wie die Mitte, die ich da rumgehe, die mir einen Bundesbahnsteig errichtet, über die wir sehr zufrieden werden, und das ist ein Training, 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 das ist ein Training,
Circa bis ein Hund solche Kommandos erlernt. Genau, das ist für uns der Basiskurs, wie bei, zum Beispiel beim Rottweiler, da war ein Schutzhund. Das dauert die Ausbildung insgesamt 3 Monate und dann kann man schon auf seine Hundstelle gehen. Mit wie vielen Jahren circa wird das dem Hund beigebracht oder wie alt ist der Hund da bereits? Ja, wir fangen frühestens mit 1 Jahr an, egal welche Hunderasse, weil dann wird nochmal einfach tierärztlich geschaut, ob der Hund ganz gesund ist. Und dann je nach Hunderasse dauert die Ausbildung verschieden und beim Rottweiler zum Beispiel 3 Monate. Die Leila ist jetzt gerade erst fertig geworden, das ist noch ein ganz junger Hund. Auch der Ranger nachher, das ist die erste Vorführung für so viele Menschen, also die mal werden das schon ganz gut machen. Du hast es bereits angesprochen, einerseits ein Rottweiler, die Leila.